Kriegen wir das jedes Mal 10 Erfahrung? Ja, sehr schön. Dann suche ich mal die ganzen Bäume ab. Den haben wir schon. Den haben wir noch nicht. By clearing the mind and the soul, the Seelie can open the pathway to the next glade. Sehr gut. Look. Ah, da haben wir auch noch was. Geheimnis gefunden. Und da ist noch mal einer. In the last glade, a Seelie finishes his visitation by taking a bath in the ethereal light, which is exactly what you must do also. Okay, wir müssen im himmlischen Licht baden. Da ist noch einer. Und da auch noch, oder? Mortal Knights. You have accomplished your quest. Now you must focus. And open. Ah, das war vorher zu. Ich verstehe. Jetzt haben wir alle gefunden und können es öffnen. Na gut. Gucken wir mal. Das ist dieser Weg, der jetzt offen ist. Oder? Ist der nicht offen? Nee, der ist nicht offen. Hier ist offen. Hier ist nichts offen, ne? Nein, da ist nichts offen. Das war schon alles richtig. Und hier haben wir, betritt die nächste Lichtung als Aufgabe. Und auf der nächsten Lichtung wird sich wahrscheinlich ein Kampf befinden. The Seelie are aware that someone has infiltrated their sanctuary. Ja. Dann werden wir trotzdem weiter marschieren müssen. Da kommen schon die ersten Gegner. Eieiei. Follow her, but be careful. Ja, es ist doch so Ehrensache. Natürlich sind wir vorsichtig. Da oben ist schon der erste Gegner angezeigt, eine Fernkämpferin. Was haben wir denn hier Interessantes? Masken. Zweite Lichtung des Seelihofs. Und da sind schon Gegner. Wir sind die Ritter der Tafelrunde. Wir kommen im Frieden. Es spielt keine Rolle, wir würden euch so oder so töten. Wir kommen in Frieden. Humans, your very existence in this sacred place is an act of war. Denkt darüber nach. Auch ihr wart einst menschlich. Every butterfly was a worm once. A disgusting, spiteful worm. But after the transformation, it becomes a magnificent creature. Magnificent. Vergleicht ihr wirklich eure abartige Verwandlung mit einem Schmetterling? Schließt euch uns an, schließt euch euresgleichen an, kämpft an meiner Seite. Wir nehmen das zweite. You are not my kind. I will belong to the Silicorn until I stop breathing. Okay, also sie möchten uns vertreiben. Ich könnte etwas dagegen tun. Gut. Die stehen jetzt direkt vor uns, interessanterweise. Wir haben hier Klaralt, Frühlingsbrut, Dämmerer, Sommerbrut und Sommerbrut. Und da drüben stand auch noch zwei. Dämmerer, Sommerbrut und Dämmerer. Mhm. Gut. Schauen wir mal erstmal Merlin. Merlin kann, glaube ich, hier nicht, oder? Das muss immer in einer geraden Linie sein. Ja, das muss immer in einer geraden Linie sein. Das funktioniert so nicht. Da wird es auch nicht funktionieren. Bei denen hier wird es eventuell funktionieren. Da kommen wir aber nicht ran. Müssen wir uns vorher teleportieren. Ja, das könnten wir theoretisch sogar machen. Könnten uns dahinter teleportieren. Werden dann aber von denen wahrscheinlich in der Attacke. Die Illusion schaffen wir nicht, ne? Teleport kostet 1. Das kostet 5, das wären dann 6. Und dann noch eine Illusion kostet 2. Das würden wir sogar schaffen. Aber jetzt mache ich erstmal Mordred. Was ist denn hier los? Ach, Sir Boss ist innerhalb dieses Dings da gefangen. Wir könnten einen Schildansturm machen mit 82% Waffenschaden und niederschmettern. Oder einen Donnerschlag mit 165% Waffenschaden und betäuben. Ich finde das gar nicht schlecht. Oder Kettenblitz mit 110% Waffenschaden. Komm, wir machen mal einen Kettenblitz. Haben damit auch die Verwundbarkeit erhöht. Sollen wir eins nach vorne gehen? Nein. Wir können hier zur Seite gehen. Gezielter Schuss auf den oder auf den. Da bringt es gar nichts.
Ach, weil die nicht in Reichweite sind. Ich mache mal einen gezielten Schuss auf den. Der ist halt der Piktentöter, nicht der Seelitöter. Dann gehen wir dorthin. Mordred geht ein Stück zurück und dafür kann Serpelias jetzt einen Schildansturm machen. Sehr gut. Damit sind die aber auch immer noch nicht auf derselben Höhe. Nee, sind sie leider nicht. Dann könnten wir dorthin gehen und eine Hektik machen. Schaffen wir es noch? Ja, schaffen wir. Dann eine Hektik bitte. Sehr gut. Der ist schon ziemlich unten. Dann würde ich tatsächlich jetzt mit Merlin lieber den angreifen wollen. Zerboss kann ich zwar machen, aber Merlin. Merlin könnte sich dort rüber teleportieren. Ich glaube, das mache ich mal. Oder nach hinten, hinter die teleportieren. Das ist auch nicht schlecht. Da würde er aber von allen angegriffen werden. Das ist nicht so gut. Eine Umnebelung fände ich hier gut. Eine Umnebelung der Sommerbrut. So, aber da kann er nämlich den hier angreifen. Und sich von uns fernhalten. Wenn ich dorthin gehe, kann ich hier einen Feuerblitz schicken und das bringt den um. Dann haben wir nämlich einen schon mal raus aus dem Spiel. Der ist auch schon ziemlich weit unten. Serpelias dreht sich mal nach dort. Merlin dreht sich nach dort. So. Gut, jetzt Daumen drücken. So, der greift hier an. Sehr gut. Die schießen natürlich jetzt auf uns, ist klar. Die kommen angeritten. Und der greift natürlich an. Der wird auch hier rüberkommen und auch angreifen. Nee, der kommt tatsächlich zu... Doch, der kommt von hinten. Ahahaha. So, jetzt ist die Frage. Machen wir einen Donnerschlag oder was machen wir jetzt mit Mordred? Oder machen wir hier einen Schildansturm gegen den hier? Geht nicht, weil der Busch im Weg ist. Ein Donnerschlag gegen den würde ihm schon auch was abziehen. Und Pelias könnte ihn dann töten. Obwohl ein Donnerschlag gegen den hier wahrscheinlich besser wäre. Ja, machen wir mal einen Donnerschlag gegen den hier, weil das betäubt ihn ja auch. So, steht jetzt da irgendjemand gut für den Feuerangriff? Nein. Blöderweise nein. Die stehen nicht gut, die stehen nicht gut. Die stehen... 1, 2, 3, 4... Doch, da geht's, da geht's. Warte mal, nochmal neu. Den hier. Und den hier, genau so. Das war gut, die stirbt, die brennt nämlich auch. Und dann könnten wir noch eine Illusion wirken. Da hinten irgendwo hin. Mach ich mal hier hin, damit der da nicht rüberläuft. So. Hier eine Illusion hin. Sehr schön. Merlin, das war gut. Wir könnten noch einen Teleport machen. I'm here to serve. Ich glaube, wir schauen jetzt erstmal, wie wir es hier machen. Hektik. Sehr gut. Und dann nochmal ein Schlag gegen den. Nochmal ein Schlag gegen den. Und leider können wir jetzt nichts mehr machen. Da müsste der Boss ihn angreifen. Dafür muss der Boss aber dahin gehen. Das geht aber, denke ich. Sehr gut. Dann haben wir nämlich den erledigt und können... noch einmal schießen gegen sie oder gegen ihn. Ich glaube, gegen sie schieße ich einfach nochmal. So, Merlin ist durch. Ja, Merlin wird jetzt von den beiden, von den drei wahrscheinlich beschossen werden, wenn ich ihn nicht zurückziehe. Deswegen ziehe ich ihn mal hierher zurück. Und Mordred... Ach, Mordred ist schon durch. Schade, ich dachte, wir könnten hier noch die Frühlingsbrut angreifen. Ja, Pelias, dann drehst du dich bitte so. Da kann der sich zwar in den Rücken schießen, aber die hier nicht und der hier nicht. Ich glaube, so machen wir es jetzt erstmal. Okay. Erster Kampf und schon heftig, ne? Die stirbt. Da geht's gegen den. Leider konnte die Illusion nicht... Au, oh, oh, das war fies. Die Illusion konnte leider nichts aushalten. Eieieiei, Pelias... So, jetzt aber ein Schildansturm. Gegen den hier. Warum nicht eigentlich? Dann stirbt der nächste Runde. Und dann gehen wir gegen den vor. Let me cut you to size.
würdest. Hektik? Oh, nein, falsch. Nein, das war falsch. Ich wollte Hektik machen. Mist. What do you want? So ein Mist. Gut, wir können wenigstens den hier töten. Das ist schon mal viel wert. Und dann können wir jemanden umnebeln. Den hier. Dann müssen wir nämlich gegen sie hier gehen. Das ist immerhin was. Der stirbt. Die schießen von hinten auf uns. Das heißt, Pelias, du drehst dich mal in diese Richtung. Und Mordred, du drehst dich in diese Richtung. So. Das ist jetzt blöd mit dieser Wacht, aber gut. Es hat jetzt passiert. Ich drücke immer auf diese Wacht, wenn ich die Hektik möchte. So, hier wird geschossen. Da kommt zumindest der Angriff. Das ist gut. So, Mordred können wir dann Donnerschlag setzen. Setzen wir hier einen Donnerschlag. Dann du machst einen Spurt. Frage ist, wohin? Dorthin. Und schießt dann ihn ab. Das war gut. Dann läufst du dahinter. So, Mordred. Mordred kann nichts machen. Achso, er hat einen Donnerschlag gemacht. Ja, richtig. Dann kannst du Genesung gleich machen, aber vorher vielleicht hier den erledigen. Genau. Jetzt wäre noch ein Schildansturm möglich. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Genesung, weil er ja gleich wieder beschossen wird. Genau, machen wir Genesung. Und dann gehst du noch ein Stück hier rüber. Und Mordred geht auch ein Stück hier rüber. Da kommen wir nicht hin. Feuerdrache wäre natürlich schön, aber der ergibt sich auch wieder nicht. Wir können trotzdem den Feuerdrachen machen. Auf sie hier. Dann stirbt sie zumindest, okay. Und dann machen wir noch eine Illusion dort hinten hin, die dann von ihr beschossen wird, hoffentlich. Dann haben wir nämlich die beiden raus. Er muss aufstehen. Kann dann zu Pelias kommen und sie ist betäubt. Das passt. Du kannst teleportieren dahinter. So. Ah ja, stimmt, er ist ja dann versteckt nach dem Teleporten. Richtig. So, die stirbt. Sie schießt auf die Illusion. Die Illusion ist aber ausgewichen. Perfekt. So, Pelias. Schlag. Und noch ein Schlag. Sehr gut, damit haben wir das erledigt. Dann kann Mordred hier mal... Achso, nee, er kann leider keinen Schildansturm mehr machen. Ein Kettenblitz wäre möglich. Okay. Ja, du hast jetzt keinen Spurt mehr. Kannst du dann darüber schießen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Da müssen wir schon ein bisschen voran marschieren. Obwohl du hier hinläufst, kannst du da nicht hinschießen. Das ist ja krass. Die steht so günstig. Die steht so günstig, die Dame. Na gut, dann gehst du mal dahinter, Pelias. Und Mordred auch. Merlin kann sich aber teleportieren. Merlin kann sich hierhin teleportieren und kann sie dann erwischen. Das ist schon mal gut. Damit ist sie erledigt. Ist sie sogar erledigt. Wunderbar. Ach stimmt, er hat ja diese Skitöter-Geschichte. Okay, wir sollen jetzt mit dem Baum reden, interessanterweise. So, oh ja, die Lebenspunkte haben sich erholt. Warum haben sich die Lebenspunkte erholt? Hat er irgendwas Besonderes? Ich glaube, das geht hier nicht. Naja, egal. So, wir sollen mit dem Baum reden. Würdet ihr das bitte wiederholen? Ich verstehe euch nicht. Okay, wir müssen wahrscheinlich irgendwas freischalten vorher. Okay. Okay.
So, das Lagerfeuer nehme ich mal nicht, auch wenn er Rüstung bräuchte eigentlich. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Wir schauen mal, ob es hier sonst noch irgendwas gibt. Vielleicht irgendein Schrein oder irgendwas. Ah, schaut mal, hier ist was. That is the soul mirror. A rare treasure created by the Shi Artificers. As the name implies, it's a mirror that reflects your true soul. Okay, da kriegen wir schön viele Erfahrungspunkte für diese Recherchearbeit, sage ich jetzt einfach mal. Da ist das Lagerfeuer, das wir uns jetzt noch nicht holen. What is this thing? Ah, schaut mal. Strange. Da kommen wir nicht, doch, da kommen wir auch hin. The Seelie use these mirrors to reveal the flaws of the soul so that they can mend them. Okay. Und jetzt geht's auf. Verstehe. Na gut, dann weiter. Weiter, weiter. Brittet die nächste Lichtung. Ja, haben wir vor. Vielleicht hier nochmal ganz kurz, aber da waren wir ja. Da kamen wir ja her. Deswegen gehe ich mal in diese Richtung weiter. Ein Schmuck. So, nächste Lichtung. Die dritte Lichtung des Seelihofes. Mit einer schönen Statue. Ah, warte mal. Da ist ein Kampf, aber wir können nicht andersrum gehen, oder? Können wir auch andersrum gehen? Doch, wir können auch andersrum gehen. Dann können wir uns nämlich besser positionieren. Je nachdem, wie wir es brauchen. So, schauen wir mal. Also hier ist eine Frühlingsbrut. Sommerbrut, Sommerritter, Sommerbrut, Frühlingsbrut, Streiter. Tja, wo wollen wir uns hin positionieren? Hier hätten wir die Frühlingsbruten in der Nähe. Ich glaube, hier ist schon ganz gut. Dann gehst du mal hier, Herr Mordred. Und Pelias geht neben dich. Sir Bors geht dorthin. Und Merlin geht dorthin. So. Tja, ich glaube, der Kettenblitz ist hier wieder gut. Bringt halt leider nur 12. Wir können aber noch zusätzlichen Schildansturm machen. Das ist gut. Und dann gehst du mal dorthin und kannst von hier auch ein Schild an Sturm machen. Ja. Die Frage ist, sollte er dorthin gehen? Aber ich glaube, ja. Geht man dorthin, schlägt hier einmal zu, dann haben wir den ersten schon getötet und ziehen uns dann hierher zurück. Das ist doch super. So, Sir Bors erledigt den. Nicht ganz, aber zumindest greift er ihn an. Und bewegt sich dann darüber, um da vielleicht auch ein paar Leute rüber zu locken, weil er hat ja noch volle Rüstung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 leider. Der brennt. Ich meine, ich würde schon gerne den Feuerdrachen einsetzen, aber da warte ich noch eine Runde lang. Den kriegen wir nicht. Da müssen wir ein Stück nach vorne gehen. Also eins nach vorne. Jetzt kriegen wir den und töten ihn, ne? Ja, wir töten ihn. Und dann setzen wir eine Illusion dorthin, um den abzulenken. Das ist, glaube ich, der größte Gegner. Gut. Können wir noch irgendwas machen? Nein. Ausgewichen, wunderbar. Dann hält er eins länger. Der wurde geblendet. Oder wurden wir auch geblendet? Ne, wir wurden glücklicherweise nicht geblendet. Das ist gut. Was ist jetzt los? Kommt noch Verstärkung. Jetzt kommt Verstärkung, ja. Ich dachte es mir schon, das wäre doch zu einfach. So, sollen wir die zu uns kommen lassen? Ich meine, ja. Wir können hier den Sommerritter und den Dämmerer. Ich glaube, ich nehme mal den Dämmerer. Du stellst dich daneben und machst eine Wacht, machst einen Schutz. Du stellst dich auch daneben. Jetzt können wir den Drachen einsetzen, oder? Die beiden. Ja, sehr gut. Tot und stirbt. Und dann können wir noch jemanden umnebeln, nämlich ihn hier. Dann sollte er den Sommerritter angreifen, hoffentlich. Perfekt. Sir Bors kommt auch noch ein bisschen näher. Machen wir von hier aus diesen Frühlingsstreiter. Der hat leider eine Rüstung an. Das ist ein bisschen das Problem. So, dann machst du einen Schutz. Das sollte alle schützen, ne? Genau. Perfekt. Der kommt da drüben an. Der stirbt. Jetzt kommen sie hier rum. Oh, zu Sir Bors, das ist schlecht. Aber der kann ja immer noch spurten.
Ah, das war jetzt blöd.